Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob. Es geht weiter mit The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Unten rechts sehe ich, dass schon wieder Regen auf uns zukommt. Juhu. Bei dem Schrein hier waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Das ist der. Ich habe keine Ahnung. Esose-Schrein, keine Ahnung. Was weiß ich, was das heißen soll. Gut, weitere Schreine erblicke ich zumindest auf den ersten Blick von hier aus nicht. Aber da unten ist eine Quelle. Recht eindeutig. Oh, da unten ist ein Lager. Gut, das Lager lassen wir mal Lager sein. Ich will jetzt mal zu der Quelle und gucken, ob man die wieder mit Rubinen aktiviert. Mahlzeit. Mich in eine solch abgestoßene Welt rufen zu wollen, wahrscheinlich bist du sowieso nur irgendein Monster. Nein. Als ob ich einem Monster den Segen verstärkter Kleidung gewähren würde. Ich dachte, in der Nähe eines Stalls könnte ich vielen Reisenden in meiner Fähigkeit helfen. Ja, daran könnte sowas passieren würde. Ich sehne mich so sehr nach dem Klang von Trommeln. Die sehnt sich nach dem Klang von. Oh, Pyramagus. Die sehnt sich nach dem Klang von Trommeln. Ja, wo soll ich denn jetzt die Trommel hernehmen? Ich kann hier ein paar Bomben auf die 12 knallen. Was macht dieser Pyramagus so nah an dem Stall? Okay. Was haben wir da drüben? Oh. Oh. Okay, hier haben wir was zum Bauen. Steht da wieder der Kerl mit dem Schild? Nee. Ich kann mir ein Segelschiff bauen. Ruhe. Hey, Fettsack. Ich brauche bessere Waffen. Der hat mich tatsächlich erwischt. So was Dämliches. Okay, über die Brücke will ich rüber und was ist? Da wohnt schon einer. Na ja, gut, okay. Gut, allzu problematisch sollte dieses Lager nicht werden. Hoffentlich. So, wenn da oben einer war, ist er jetzt unten. So, einmal kurz ausweichen. Hey. Hatte ich da noch keine? Ist ja ein Ding. Er fotografiert schon, aber nicht geerntet. Wie dämlich kann man sein? So. Oh, mir deucht, dass der da unten Elektroscheile, Scheile, Pfeile verschießt. Und die Brücke hat eindeutig schon mal bessere Tage gesehen. Hallo. Komm, lauf. Oh, das war ein bisschen weit weg. Na, ist egal. Gut. Brücke gereinigt. Aufgrund starker Beschädigung ist der Durchgang nur eingeschränkt möglich, Pferde nicht erlaubt. Auf den Trichter wäre ich hier nie gekommen, ehrlich. Kann man das entfernen? Nö, schade. Hätte gut gepasst. Ich soll hier bestimmt eine neue Brücke bauen. Oh.
das da hinten? Das sieht mir doch nach einem Groggy aus. Okay. Von wegen Groggy, das ist eine Trommel. Dachte ich gerade. Oh. Okay, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ehrlich nicht. Das könnte eine Trommel sein, ne? Daneben. Ich wollte das Ding hier drauf fallen lassen. Hä? Habe ich einen Knick in der Optik oder was ist hier los? Okay. Bringt offensichtlich nichts. Da hinten ist eine Bühne. Vielleicht können die trommeln. Reisende wissen vieles. Ja, schön für dich, Alter. Also ganz ehrlich, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ich hier machen soll. Okay, die labern was von Spuren. So wirklich weiterbringen tut uns das ja nicht. Ich bin Terrier, das weiß ich. So, hier ist auch keiner, der irgendwie mir weiterhelfen könnte. Schade drum. Aber gut, dann lassen wir es eben bleiben und suchen uns den nächsten Schrein. Also mit den Quellen, das funktioniert jetzt offensichtlich anders. Gut. Rubine sammeln war, naja, mittelprächtig gut, ne? Mal gucken, ob wir von hier aus noch einen Schrein entdecken. Ich glaube, von da aus entdecken wir erstmal gar nichts. Hier noch im Schrein aus? Nicht wirklich. Aber ich hätte da so eine Idee. Da müssen wir nur bis hier rankommen. Und wir kommen bis hier ran, sehr schön. Oh, da drüben sieht es nach einem Schrein aus. Nee, den hier. Das Teil. Was ist denn schon wieder? Greif doch auch, Kerl. So.
Nehmen wir den kürzesten Weg hier rüber. So, meine Idee ist übrigens, zeige ich euch gleich auf der Karte. Oh, ich glaube, hier gibt es was zum Sammeln. Yep. Da wollten wir hin. War hier nicht ein Schrein? Ah, nee, der war da hinten. Der war hier in dem Kringel, glaube ich. Ach, ist egal, wir gucken uns das an. Erstmal gucken, was da drin ist. Okay, den Typ da hinten, mit dem will ich mich nicht unbedingt anlegen. Da gucken wir mal, was es hier gibt. Hier ist immer so viel, was einen ablenkt. Das ist der helle Wahnsinn. Okay, hier ist auch wieder so ein Kapselspender. Wie viele gibt es wohl von denen? Aber nicht mal was drin. War ich bei dir schon ein Vogel? Ja. So, die Dinger hier schnell sammeln. Weil ich noch gar nicht so richtig genau weiß, für was ich die eigentlich brauche. Aber ich glaube, am Anfang vom Spiel hieß irgendwas mit Batterien. So, da hinten sind wir hergekommen. Da gucken wir nochmal. War da noch was? Ne, da sind ja diese Katapultierdinger. Und da ist ein fetter Baum. Da könnte vielleicht ein Kork sein. Keine Ahnung. Moment. Ich glaube, da steht schon einer. Da muss ich schon gewesen sein. Gut, ab zum Schrein. Mal gucken, was der von mir will. So, was seid ihr? Ihr seid Vögel. Okay. Kuma Ino Schrein. Okay, wir haben zumindest einen Punkt zum Teleportieren. Alter, ist das denn noch? Bringe den Kristall, den das Licht zeigt, dem Schrein da. Okay. Oh Mist. Okay, den heben wir uns dann für später auf. Nicht unter 10 Herzen, ehrlich. So, wenn ich jetzt hier irgendwo ein Schrein sehen würde, wäre eine Sache, ne? Mal gucken. Da unten sieht aus wie Angelstedt. Das ist wirklich mistig. Man sieht keine Schreine aus der Höhe. Was will der denn? Das sieht wie ein Schrein aus. Da ist auch so eine Geoglyphe. Gut. Sifmim Schrein. Sifmim. Das ist der blöde Name. Was erwartet uns hier? So, das ist mein zweiter Versuch. Am ersten habe ich zumindest schon mal was rausgefunden. Nämlich, dass man im Idealfall die Greifhand nimmt, die dann hoffentlich auch irgendwann mal funktioniert und den mal am besten den Boden unter den Füßen wegzieht. So, dann kann man sich hier in Deckung stellen, was gar nicht so dämlich ist. Dann warten, bis der nächste um die Ecke kommt.
war doch eben noch einer. Okay. Und darf auch nicht allzu lange an einem Platz stehen bleiben. Verdammt nochmal. Aber mir das Ding hier zu schnappen, war auch nicht die allerdümmste Idee. Warum klappt das wieder nicht? So, wenn ich mir das jetzt schnappe und dann nichts sehen kann, ist das natürlich suboptimal. Aber so habe ich erstmal eine Deckung vor mir, eine größere. Das ist nicht so schlimm. Dann schnappe ich mir nämlich als nächstes den da, der da um die Ecke kommt. Perfekt eigentlich. Habe ich auch sauber auf die Kante gestellt. Genau, genau, genau. Jetzt schütteln wir den mal hier runter. Sammeln wir hier mal ein, was wir kriegen können. Wir müssen dabei allerdings ein bisschen aufpassen. Ein Holzschild war super. Achso, wir müssen dabei aber ein bisschen aufpassen. Dass der nicht anfängt zu klettern, ohne dass er soll. Meine Herren. Verdammt nochmal, den haben wir nur eine Etage runtergeholt. So. So, da müssen wir jetzt in Bewegung bleiben. Holen wir uns noch ein bisschen Material. Sehen aber zu, dass wir schnellstmöglich darüber kommen. Ach komm schon. Komm schon, beweg dich. Hoppla, das war jetzt gerade nicht ganz so günstig. Okay. Jetzt bin ich hier oben, aber ehrlich gesagt kein Stück weiter. Zack. Zack. Nur so geht's doch. So, sind das hier Fässer, die explodieren, oder sehen die nur so aus? Okay.
geht doch. Okay, die Greifhand ist, glaube ich, hier das Nonplusultra. Ja, mit ein paar Ideen ist der Schrein schon machbar. Kann ich mit dem Ding was anfangen? Das gucken wir zuerst noch. Oh ja, ne? Versuch es wert. Das eine müsste für Stein ganz gut sein, das andere ist halt noch ein bisschen Gewicht. Beta-Elite-Klinge. Ja, das Ding hier ist nicht so wirklich gut. Das kann weg, glaube ich. So, was haben wir hier denn? Habe ich dich schon fotografiert? Echt nicht? Okay. So. Also wir halten fest, in dem Schrein erstmal Deckung bauen und dann die Dinger einfach ins Wasser schütteln. Das ist eigentlich eine ganz gute Methode. Oh, und ich habe 8. Geil. So, unten in Angelstedt müsste doch eigentlich noch eine Statue zum Beten sein. Alter, fuck, was ist das denn? Ich würde sagen, die Monster haben Angelstedt übernommen. Da muss ich ja verschreckt niesen. Ah, Entschuldigung, aber das war gerade, glaube ich, gerade tatsächlich der Schreck. Verdammt nochmal. Jetzt gucken wir mal da oben. Ob da noch jemand ist, der mir da mal erzählen kann, was hier los ist. Und das war ein bisschen knapp beim Klettern eben. Okay. Den kenne ich doch. Das ist doch irgendein da. Rosel, was? Landa. Bei den vielen Monstern komme ich nicht näher ran. Okay. Tja, eigentlich wollte ich noch Angelstedt, aber ich glaube. Ja. Okay, die Bewohner konnten flüchten und die würden gerne die Häuser wieder aufbauen, aber es geht nicht, weil das Ding besetzt ist. Ah ja. Gut, das müssen wir uns nicht antun. Echt nicht. Oh, ich habe noch viel zu tun. Ich habe noch sehr viel zu tun. Oh, oh, oh. Gut, dann dann machen wir jetzt was ganz anderes. Und zwar gehen wir nochmal zum Spähposten zurück, also ich zumindest. Dann werde ich mir noch Herzen und Ausdauer oder eins von beidem holen. Und dann gucken wir mal, wie es im nächsten Part weitergeht. Wenn ich das richtig rechne, brauche ich noch 20 Schreine, damit ich 10 Herzen und 2 Ausdauerringe habe. Das ist natürlich eine echte Ansage. Gucken wir mal. Da geht es dann im nächsten Part weiter, im nächsten Teil. Und bis dahin wisst ihr, ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren. Ich hasse Regen. Ihr dürft die Videos kommentieren, die Glocke aktivieren und ansonsten genießt euer Leben. Bis denn dann. Tschüss.